Das Timeout-Zeichen ist klar. Danke. Also erstmal schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Blick von der Wasserkante. Ich möchte ein Wort vorneweg sagen. Erstmal, ich bin sehr glücklich darüber, dass diese Großstadtkonferenz hier heute zustande gekommen ist, weil ich aus Hamburger Sicht das für längst überfällig halte. Im Bundesrat haben die Städte leider nicht die Mehrheit. Und insofern ist es wirklich schwierig, auch unsere Probleme, ich sag mal, dann entsprechend Gehör zu verschaffen. So, jetzt soll es losgehen. Ganz kurz nur ein paar Schlaglichter. Ich werde teilweise die Bilder auch in schnellerer Folge durchgehen. Hamburg hat sehr früh gemerkt, dass Hamburg wächst. Hat auch schon, das wird immer wieder verkannt, zur Zeit der schwarz-grünen Regierung das Thema auch angepackt und in einem Wohnungsbauentwicklungsplan dann ermittelt, dass wir etwa 6.000 zusätzliche Wohnungen brauchen. Olaf Scholz hat das sehr geschickt aufgegriffen und sozusagen auch auf seinen Wahlkampf früher geschrieben. Aber die Zahlen und die Konzeptionen, die vielfach jetzt umgesetzt werden, stammen aus dem Wohnungsbauentwicklungsplan 2009 und in der Fortschreibung 2010. Etwa 1.000 Menschen kommen pro Monat zusätzlich nach Hamburg, legal. Etwa 500 schätzen wir, die nicht als Einwohner eingetragen sind. Vielleicht gerade gehört, die 200-300 Flüchtlinge, die aus Italien zu uns gekommen sind, aus Libyen geflüchtet und jetzt bei uns irgendwie untergebracht werden müssen. Wir haben heute etwa 900.000 Wohnungen bei einer Bevölkerung von 1,8 Millionen. Und nur mal als Vergleichszahl, die höchste Zahl, die Hamburg je hatte an Einwohnern, das war 1964, da waren es 1,85 Millionen. Heute haben wir 900.000 Wohnungen, damals waren es 680.000 Wohnungen 1964. Das muss man mal als Verhältnis sehen. Das heißt, da hat sich was getan sozusagen in der Wohnstruktur und natürlich drückt sich aus, dass wir zunehmend eine Singularisierung sozusagen der Wohnverhältnisse haben und das können wir hier, also Zuwanderung zum einen und dann das Suchen von jungen Leuten. Ich selber bin Berufsschullehrer, erlebe das. Wir kriegen viele Auszubildenden aus den umliegenden Bundesländern, aus den neuen Bundesländern. Und die suchen natürlich dringend Unterkünfte. Da ist es nicht selten, dass man dann 300 Euro für 15 Quadratmeter für eine Wohnung zahlen muss, wo man dann auch noch eine Flurdusche mit dabei hat. Also das sind so Verhältnisse und dann in Gegenden, die, sag ich mal, im sozialen Bereich nicht gerade sehr hoch angesiedelt sind. Nun, Hamburg hat immer schon gebaut, auch in den 70er Jahren. Thema Dichte, hier Ostdorfer Born als ein Beispiel. Damit haben wir eigentlich aber auch gleichzeitig das geschaffen, was ein großes Problem ist, nämlich die soziale Spaltung der Stadt. Also starke Segregation ist in Hamburg sehr typisch. Diese Spaltung, man kann das ziemlich genau in Viertel aufteilen. Blankenese, Wellingsbüttel auf der einen Seite, Billstedt und Stalshoop beispielsweise auf der anderen Seite. Das ist ganz klar getrennt. Nun, das Thema Dichte wird uns in dem Zusammenhang weiter beschäftigen, denn wenn wir über Dichte sprechen, müssen wir auch über Qualitäten, über Lebensqualitäten in den Räumen sprechen. Und wie löst man das eigentlich auf? Ich gebe mal ein Beispiel, wie das in China gemacht worden ist. Ja, das wäre also eine Variante, wie es denkbar wäre. Die haben ja auch entsprechend die Zunahme, gerade in den Städten. In Hamburg haben wir zwei andere Ansätze. Wir haben das Glück noch, das läuft aber auch langsam aus, Konversionsflächen zu haben. Das heißt also Flächen, die durch Bundeswehr, auf Flächenaufgabe, durch Aufgabe des Freihafens hier die Hafen City Möglichkeiten schafft, auf anders genutzten Flächen, Güterbahnhöfen, jetzt in Altona Mitte, ziemlich im Zentrum, neue Quartiere zu schaffen. Das sind Quartiere sozusagen, die auf Flächen sind, wo noch gar keine Einwohner waren. Das Zweite ist, und das ist vielleicht auch, glaube ich, für viele eine hochinteressante Sache, was wir im Rahmen der internationalen Bauausstellung, die im Augenblick in Hamburg läuft, in Wilhelmsburg gemacht haben. Hier ist nur ein kleiner Ausschnitt, man kann da nicht alles erkennen, nämlich, dass wir sozusagen in einem bereits
bewohnten, bebauten Gebiet nachverdichten, dass wir dort Qualitäten schaffen. Und da kommt es darauf an, dass man sagt, Wohnungsbau ist eben nicht nur Wohnungsbau, Wohnungsbau ist Stadtplanung. Und wenn ich dichter mache, dann muss ich den Menschen auch Qualitäten schaffen, die ihnen das Wohnen in diesen verdichteten Räumen attraktiv macht. Und da kommt eigentlich die These daher, die auch der Leiter der IBA, Uli Hellwig, vertritt, die sagt, Stadtplanung muss man von den Freiräumen anfangen zu denken. Und das, finde ich, ist sehr wichtig, weil das die Qualitäten ausmacht, die sozialen Qualitäten, die ein Quartier in einer Stadt hat. Und hier geht es darum, dann entsprechend nachzuverdichten, teilweise umzunutzen, beispielsweise in Wilhelmsburg, bekannt sozusagen als die Müllhalde Hamburgs, dort Gebiete, die gewerblich genutzt waren, wo alte Container standen, die nicht mehr genutzt werden konnten, weil sie kaputt waren, wo Flächen waren, die mehr oder weniger illegale Abladeplätze waren. Als Qualität, hier ist ein Teil der Internationalen Gartenschau, die auch im Augenblick in Hamburg ist und die der nächste, der dritte große Stadtpark sozusagen in Hamburg werden wird, mit abgebildet. Metrozonen ist das Stichwort, Kosmopolis, etwas, was in dem Zusammenhang weiter, finde ich, entwickelt werden muss und wo wir städteplanerisch rangehen müssen. Natürlich haben wir auch das, was wir hier vorhin auftauchten. Hier haben wir den Kiez, in Hamburg sagt man Kiez nur da, wo es St. Pauli ist, sonst heißt es Quartiere, die Esso-Häuser, wir haben auch noch andere Häuser, wo es darum geht, gekauft von einem Münchner Investor und wo es um Abriss geht und wo natürlich jetzt überlegt wird, wie man das und will man das erhalten. 5 € Quadratmeter Miete kalt, 6 € Quadratmeter Miete Nebenkosten inklusive Heizung. So ist die Situation im Augenblick. Und da geht natürlich die Diskussion, weil das ein Identifikationsobjekt ist. Da unten ist eine Esso-Tankstelle, das ist der beliebte Treffpunkt dazu. Und die Menschen machen ihrer Meinung Luft. Und ich finde, es ist auch gut so, weil Quartiersentwicklung kann nicht mehr wie früher von oben vom Reißbrett laufen, sondern Quartiersentwicklung ist etwas, wo alle beteiligt werden müssen. Und das Beteiligungsthema ist deswegen eins, was wir in Zukunft weiterentwickeln müssen. Wir müssen neue Formen von Beteiligung finden, sowohl projektbezogene Beteiligung als auch beispielsweise über Stadtteilbeiräte, kontinuierliche Formen von Beteiligung. Da sind wir in Hamburg dabei, bei den Grünen, das weiter voranzutreiben. Urban Gardening, auch Form von Beteiligung, spielt in Hamburg auch zunehmend eine Rolle, finde ich, ist auch sehr wichtig, ist auch schon eben angesprochen worden, will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Und ein weiteres Beispiel, Gängeviertel, das haben wir zurückgeholt, war schon verkauft, ein ganz altes Stadtviertel, was noch in Hamburg bestand. Und wo sich Künstler für eingesetzt haben, als Künstlerkolonie sozusagen. Und wo wir dann von den bereits an den Investor verkauften Häusern rückgekauft haben. Das war auch noch zur Zeit von Schwarz-Grün. Und hier sich eine Genossenschaft gebildet hat, die nun im Rahmen eines Sanierungsgebietes dieses Viertel wieder herstellt. Hamburg, habe ich gesagt, stark geprägt durch Segregation. Und wir haben gesagt, auch zur Zeit noch aus der schwarz-grünen Regierung, wir haben sogenannte Riesegebiete gebildet. Hier geht es um einen Rahmenplan integrierte Stadtteilentwicklung, wo wir etwa 30 bis 40 Gebiete, sozial benachteiligte Gebiete identifiziert haben, die in ganz verschiedenen Bereichen liegen, eben nicht auch nur im Zentrumsbereich, sondern außerhalb, wo wir gesagt haben, die müssen wir attraktiver machen, um auch den Druck aus den inneren Bereichen wegzuziehen. Und diese Gebiete wollen wir eben auch nicht nur Wohnungsbau machen, wir wollen integriert machen, schulpolitische Maßnahmen, sozialpolitische Maßnahmen, wirtschaftliche Maßnahmen und eben aber auch wohnungsbaupolitische. Und da gibt es ein ganz besonderes Projekt, das ist in Stalshoop, das heißt das HIT, House Improvement District. Ja, es gibt sowas für Geschäftsbereiche zur Wiederaufwertung und Belebung. Das ist das erste bundesdeutsche House Improvement District, wo auch die Grundeigentümer Geld einbringen dann zur Revitalisierung dieser Stadtteile für verschiedenste Projekte, sowohl im äußeren Straßenbereich als auch im Sozialbereich. Und wo dann
auch alle mit teilnehmen müssen, wenn eine bestimmte Quote bei der Abstimmung der Grundeigentümer erreicht wird. Das haben wir hier geschafft, trotz GACFA an der Stelle, muss man sagen. Das ist insofern ganz erfreulich. So, dann Grundstücksvergabe. Städtische Grundstücke ist schon viel zu gesagt worden. Kann ich noch sagen, auch schon bei uns eingeführt die Konzeptvergabe von Grundstücken. Das heißt nicht Höchstpreisvergabe, sondern wer mit den besten Konzepten kommt, bekommt das Grundstück zugeschlagen. Da gibt es Wettbewerbe. Der Grundstückspreis spielt noch eine Rolle bei der Vergabe. Zu 30% fließt der ein. Wir haben dann die andere Möglichkeit über städtebauliche Verträge, da wo wir Bebauungspläne schaffen, entsprechend natürlich auch Abgaben einzufordern. Ich wäre froh, wir hätten diese Bonn, die in München vorhanden ist. Wir müssen jedes Mal einzeln aushandeln und häufig sind die Bezirksverwaltungen da auch, ich sage mal, nicht gerade am längeren Hebel und auch in ihrer Verhandlungsqualität nicht dem, was wir eigentlich erwarten. In Hamburg spielt eine große Rolle da das, was Bestandshaltung im Wohnungsbau ist, die Genossenschaften, etwa 130.000 Wohnungen in Hand von Genossenschaften, etwa dieselbe Zahl in Hand der städtischen Gesellschaft Saga. Damit haben wir sozusagen ein etwa 30% des Wohnungsmarktes in einer halbregulierten oder regulierten Hand und können damit doch einen erheblichen Einfluss ausüben. Das müssen wir stärken. Und das gilt nicht nur für die großen, alten Traditionsgenossenschaften, sondern eben auch für die neuen aus dem Gängeviertel beispielsweise, wo wir eine Genossenschaftsgründung haben. Das wollen wir weiter unterstützen und fördern. Es gibt auch noch eine Reihe andere, das ist nicht die einzige, aber sie brauchen auf jeden Fall Starthilfe dabei. So, das letzte, Agentur für Baugemeinschaften, haben wir auch eingeführt in unserer Regierungszeit. Die ist in der Stadtentwicklungsbehörde, unterstützt Baugemeinschaften sowohl bei der Flächensuche, bei der Konzeptweiterentwicklung, wenn sie im Wettbewerb um Flächen sind. Und wir meinen auch, dass das sowohl im Eigentum wie in der Miete den Wohnungsmarkt entlastet und für diese Mieter natürlich auch eine gewisse Sicherheit und für die Baugemeinschaften Sicherheit bedeutet, gesicherten Wohnraum zu haben, auch was die Mietenentwicklung betrifft. Das zum Schluss. Gemeinschaft ist wichtig und ich glaube, da soll das letzte Bild ein kleines Symbol zu machen. Ich danke erstmal für eure Aufmerksamkeit.